Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News, die Themen heute. Natürlich geht es wieder so ein bisschen um den Royal Rumble, denn da ist natürlich auch eine ganze Menge schief gelaufen. Außerdem haben wir noch eine Info bezüglich weiterer Legenden, die hier und da vielleicht mal bei SmackDown auftreten könnten. Und wir haben die Anfrage von der WWE bezüglich Jeff Hardy und einem WWE-Comeback und er hat einfach gar keinen Bock drauf. Also auf geht's. Auch heute wieder gibt es einen neuen Corona-Fall aus dem Wrestling-Bereich. Auch wenn der schon eine Weile her ist, ist es trotzdem immer interessant zu sehen, wie die verschiedenen Wrestler auf diese ganze Geschichte reagiert haben. Und dieses Mal betrifft es hier Randy Orton. Dieser hat bekannt gegeben, dass er nämlich im Juni letzten Jahres ausgefallen ist wegen Covid-19 und hatte da auch einen ziemlich schweren Verlauf. Hier gab es noch Bedenken von den Ärzten, dass er sich möglicherweise noch irgendwie eine Blutvergiftung zugezogen hat oder sonst irgendwas. Und er hat halt diese Pause, die er dadurch ja sowieso machen musste, auch gleich genutzt, um sich noch ein bisschen um seine Schulter zu kümmern, denn da hat er eh jahrelang schon Probleme und noch so ein bisschen kleinere Verletzungen. Deswegen musste er deswegen pausieren, hat das ja alles einigermaßen gut weggesteckt, hat zwar auch 20 Pfund zu dem Zeitpunkt verloren, aber ist jetzt momentan einfach wieder, dadurch, dass er dann danach wieder ordentlich im Training war, ordentlich mit der Ernährung und so weiter durchgezogen hat, ist er jetzt in einer besseren Shape als vorher. Zumindest sagt er das. Sieht auch so aus. In der Vergangenheit haben wir ja immer mal so ein paar Auftritte in verschiedenen SmackDown-Episoden gesehen, zum Beispiel Eric Bischoff oder Jeff Jarrett, einfach so teilweise in kleineren Backstage-Segmenten. Und diese ganze Sache findet der Sender Fox sehr schön. Denn gerade diese Cameo-Auftritte sorgen dafür, dass natürlich über die Show geredet wird. Und das gefällt natürlich dem Sender, wenn das Publikum über die Shows redet. Und das mal ausnahmsweise im positiven Sinne. Deswegen finden die das gut und es kann sein, dass es hier und da auch jetzt demnächst häufiger mal passieren könnte. Dann reden wir nochmal über NXT 2.0. Da hatte ich ja in der Vergangenheit schon häufiger mal drüber gesprochen, dass es da ja sehr viele Änderungen gab, weil Vince McMahon da jetzt ein bisschen mehr den Hut auf hat und Triple H in der ganzen Organisation, in der ganzen Planung, in der ganzen Umsetzung und so weiter raus ist. Und dann hatte ich euch ja vor kurzem gesagt, dass Shawn Michaels diesen Posten ja jetzt übernommen hat, da Triple H aktuell ja einfach Probleme gesundheitlicher Seite hat. Gerade auch, weil Shawn Michaels so ein bisschen kryptisch darüber gesprochen hat, dass er, glaube ich, es langsam fühlt, wie gut es ist, wenn Triple H mal eine Pause einlegt und dass Triple H auch mal merken muss, dass man auch mal eine Pause machen sollte. Ist jetzt nur Spekulation, aber könnte schon in die Richtung Burnout gehen. Auf jeden Fall ist Triple H jetzt erstmal beurlaubt, mehr oder weniger. Zumindest hat er jetzt da erstmal keinen Einfluss mehr bei NXT. Shawn Michaels kümmert sich also jetzt um den Laden. Allerdings ist dieser halt direkt Vince McMahon unterstellt. Das heißt, Vince guckt über die Scripts und macht hier und da nochmal ein paar kleine Änderungen. Es wurde zwar auch gesagt, dass die Änderungen von Vince McMahon nicht ganz so groß sind, was NXT angeht. Da macht er bei Raw und SmackDown schon häufiger mal irgendwelche Sachen. Aber im Endeffekt entscheidet der und Shawn Michaels muss das Ganze umsetzen. Trotzdem ist Stand jetzt nicht geplant, dass Triple H da wieder eingesetzt werden soll. Das heißt, wenn es ihm wieder gut geht, dann ist aktuell also nicht der Plan, ihn da wieder mit einzusetzen. Somit ist sein Baby NXT wirklich weg. Außerdem war ja am letzten Wochenende auch noch Battle of Los Angeles von Pro Wrestling Guerrilla und da gab es nochmal ganz kurzfristig so ein paar Änderungen, denn Jonathan Gresham zum Beispiel hatte Corona und konnte deswegen nicht an diesem Event teilnehmen. Außerdem ist auch Davey Richards nicht mit dabei gewesen und diese beiden wurden ersetzt durch Wheeler Utah und durch Blake Christian. Im Hause McMahon gab es aber auch eine schlimme Nachricht und zwar ist die Mutter von Vince McMahon im Alter von 101 Jahre verstorben. Also eine sehr, sehr gute Lebenszeit, muss man auf jeden Fall sagen. Deswegen natürlich auch hier mein Beileid und so. Aber das ist auf jeden Fall eine Leistung, über 100 zu kommen. Von daher ziemlich krass. Dann wie jedes Jahr, John Cena ist ja auch immer mal so ein bisschen am Trollen, was den Rumble angeht und postet gerne mal einfach irgendwelche Bilder von irgendwelchen Indie-Wrestlern, die vielleicht dann beim Rumble auftauchen oder meistens halt eher nicht. Und dieses Mal gab es ein Bild von Cena, wo ein Schild zu sehen war, wo eigentlich drauf stand, if Cena wins, rewrite, also wir drehen durch, wenn Cena gewinnt, aber dieses Mal stand auf diesem Schild, wenn Cena nicht
im Royal Rumble Match ist als Peacemaker, also den Charakter, den er momentan in einer Serie und auch in Filmen vertritt, dann werden wir auf jeden Fall persönlich ein bisschen enttäuscht sein. Dieses Bild hat er gepostet, war mal wieder ein bisschen umzutrollen, aber es wäre schon cool gewesen, Cena als Peacemaker im Rumble zu sehen. Ich hätte es gefeiert. Und dann gibt es natürlich auch noch in den nächsten Tagen rund um den Rumble noch mal ein bisschen mehr, weil dieses Ding war einfach so schon krank. Auch im Backstage-Bereich ging ja absolut alles drunter und drüber. Dieses Event wurde so oft komplett überworfen. Es war so viel Stress an diesem Wochenende. Und das nicht nur bei den Männern, auch bei den Damen. Denn bei den Damen war es zum Beispiel so, dass sie das Rumble-Match geprobt haben. Und zwar zweimal komplett. Also sie haben an dem Tag das Rumble-Match einmal komplett durchgeprobt. Und nochmal einen Tag vorher. Das heißt, das ist halt auch immer so eine Sache. Oh, also ich persönlich bin überhaupt kein Fan davon, Rumble-Matches komplett durchzuskripten und komplett durchzuplanen. Hier hat man es aber so gemacht. Und es war eigentlich nur Shane, der da einen großen Einfluss im Rumble-Match hatte. Auch Vince McMahon hat so oft diesen ganzen Plan nochmal komplett überworfen. Und es war einfach nur für alle Beteiligten super nervig. Außerdem wurden auch noch weitere Leute für das Rumble-Match gebucht, die aber teilweise nicht eingesetzt wurden. Zum Beispiel Oksana, da hatte ich beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass da das Gerücht war, dass sie im Rumble-Match sein könnte, hat sich selbst quasi vor der Stage gefilmt und sich damit ja irgendwie für den Rumble bestätigt oder sich selbst gespoilert, aber sie war überhaupt nicht drin. Also sie spoilert sich selbst, um dann nicht drin zu sein. Also auch komisch. Dann gab es noch eine sehr interessante Sache rund um Progress. Denn diese Wrestling Promotion wird ja auch auf dem WWE Network ausgestrahlt. Und das ist zwar eigentlich ganz cool für die, aber natürlich müssen sie sich dann an Sachen halten, die die WWE vorgibt. Und da ist jetzt zum Beispiel was passiert, was eigentlich, vielleicht nicht so cool kommen könnte. Zumindest für die Progress-Fans. Denn es war so, dass Anthony Ogogo sehr überraschend bei einem Progress-Event aufgetaucht ist. Und Anthony Ogogo ist nun mal bei All Elite Wrestling. Und diese Sache, also das Match und das Segment, musste auf dem WWE Network rausgeschnitten werden. Weil man halt einfach nicht All Elite Wrestler auf Network ausstrahlen möchte. Und das ist natürlich... Aber zeigt denn doch, wie viel Einfluss die WWE auf die Promotions haben, die dort ausgestrahlt werden. Sie haben das Ganze denn so verkauft, dass das Ganze ja nur zusätzlich war und dass das ja halt so ein exklusives Special-Ding ist, was man ja nur direkt bei Progress sehen kann. Aber letztendlich wollte die WWE wahrscheinlich einfach nur keinen All-Elite-Wrestler da haben. Und dann nochmal zu Big E. Dieser hat jetzt offiziell das Roster gewechselt. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, denn es kamen immer mal so Spekulationen darüber, aber es wurde dann auch offiziell gemacht. Big E ist also von Raw zu SmackDown gedraftet worden. Und das muss man extra so sagen, denn aktuell werden ja häufig Raw-Superstars bei SmackDown einfach eingesetzt, so wie Seth Rollins, die dann aber nicht offiziell die Show wechseln. Aber bei Big E ist es jetzt so gemacht worden. Das heißt, New Day ist eigentlich, wenn Woods wieder komplett genesen ist, in kompletter Reihe Vertretung wieder da, in einer Show. Nachdem ja die WWE letztes Jahr so viele Leute entlassen hat, gibt es doch den einen oder anderen, den sie eigentlich gerne wieder haben würden. Darunter zählt zum Beispiel auch Jeff Hardy. Dieser hat nämlich schon kurz nachdem er entlassen wurde, einen Anruf von John Laurinaitis bekommen und die Anfrage, ob er nicht vielleicht doch lieber wieder zurückkommen möchte. Was natürlich ganz schön dumm ist. Aber letztendlich hat er das Angebot der WWE abgelehnt, denn natürlich war dieses Angebot nur dafür da, damit er nicht zu All Elite geht. Aktuell hat er eh noch die 90 Tage Non-Compete-Klausel, das heißt, er darf eh noch nicht. Aber Anfang März würde die dann auslaufen und dann könnte er jederzeit dahin gehen, wo er möchte. Und da ja sein Bruder Matt Hardy schon bei All Elite ist, gehen wir alle davon aus, dass das so ist. Aber halt hier interessant, also die WWE wollte ihn zurückhaben, aber er hat das Ganze abgelehnt. Dazu kam noch, dass er sein Ergebnis haben möchte von dem Drogentest, den die WWE nämlich gemacht hat. Denn die WWE hatte ja da so ein paar kleine Probleme. Es gab also so ein paar Schwierigkeiten mit ihm. Und man dachte auch erst, dass es da wegen Drogen und so irgendwas gab. Weshalb ja auch die WWE ihm gesagt hat, dass er einen Entzug machen soll. Und wenn er das nicht macht, würde er entlassen. Und er hat diesen Entzug nicht gemacht, er wurde entlassen und er wollte halt jetzt mal das Ergebnis haben aus dem Drogentest, den die WWE gemacht hat. Und nach 6 Wochen hat er dieses Ergebnis dann auch bekommen und es war negativ. Das heißt, wenn man es jetzt genau nimmt,
hat die WWE gesagt, jo, du musst einen Drogenentzug machen. Und er selbst hat gar keine Drogen genommen. Und ja, wurde dann getestet und war negativ. Und daraufhin haben die gesagt, oh scheiße, lass uns den mal anrufen. Vielleicht kommt er doch wieder und geht nicht zu All Elite. Aber scheiße laufen. Außerdem ging es auch noch darum, dass Jeff Hardy dieses Jahr in die WWE Hall of Fame aufgenommen werden sollte. Aber auch dazu hat er Nein gesagt. So, Freunde, dann war es das auf jeden Fall erstmal mit dem News-Update für heute. Deswegen gerne einen Daumen nach oben da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden, wunderschönen Tag haben. Macht nicht mehr Solo, wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein und...